Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Linux-Tutorial und zwar zu einem sehr, sehr nützlichen Befehl, nämlich Shutdown. Shutdown fährt euer System herunter und zwar nicht nur sofort, das kann man ja auch ganz einfach über das Menü machen, sondern auch mit einer Zeitangabe und das finde ich sehr, sehr praktisch, vor allem wenn man noch irgendwie eine Konvertierung oder sonst irgendwas laufen hat und ja, vielleicht möchte man sein System einfach mal zu einer gewissen Uhrzeit runterfahren. Dazu, wie gesagt, benutzt ihr den Befehl Shutdown. Und vorne dran braucht man im normalen Linux-System auch noch ein sudo, bei Kali natürlich nicht, aber das dürft ihr euch dann aussuchen. Sudo Shutdown und jetzt gebt ihr hier hinten dran einfach an, was ihr gerne haben wollt. Also so einfach ist es jetzt nicht, ihr müsst dann noch ein paar Parameter oder sowas angeben. Zum Beispiel hätten wir da minus h ist dafür da, dass ihr euren PC normal runterfahrt, also so wie es immer ist. Und dann könnt ihr hinten dran noch eine Zeit angeben, wie ich das gerade schon gesagt habe. Zum Beispiel möchte ich zum Beispiel, dass mein PC sich um 23.59 Uhr runterfährt. Dann schreibe ich einfach 23.59 hin und gut ist. So, und jetzt haben wir hier an alle Benutzer verteilte Nachricht von Morpheus at Morpheus Desktop, dev bla bla bla. Und das System fährt sich runter, um zu halten in 765 Minuten. Wenn ihr es abbrechen wollt, Steuerung C drücken, wie bei jedem normalen Befehl, Shutdown abgebrochen. Wunderbar. Rebooten kann man genauso mit minus R, dann fährt sich das System halt wieder neu hoch. Allerdings sehe ich da nicht so den Zweck dahinter, weil rebooten, warum sollte ich rebooten zu einer bestimmten Uhrzeit? Das macht irgendwie wenig Sinn. Okay. Wobei wir natürlich auch jetzt an den Server denken müssen oder sowas, da macht ein Reboot natürlich auch dann mehr Sinn, wenn er getimed ist oder so. Also Reboot macht auch Sinn, genau. Und sagen wir mal, wir möchten jetzt nicht unbedingt eine feste Uhrzeit angeben, sondern wir möchten eine gewisse Zeit an Minuten angeben. Dann sagen wir hier Plus und dann hinten dran direkt die Anzahl an Minuten. Also zum Beispiel, wie viel waren das jetzt? 765. Und dann steht hier, das System wird sich in 765 Minuten runterfahren. Das heißt, ihr könnt die Anzahl an Minuten auch so definieren, aber ihr könnt auch einfach eine feste Uhrzeit angeben. Reboot ist minus R, normales Runterfahren ist minus H. Eine letzte Sache für die Uhrzeit noch. Ihr könnt ja auch direkt einfach Now eingeben, dann fährt sich das System runter und direkt ohne irgendwie zu warten, also wirklich mit plus 0 quasi. Das ist genau dasselbe, wenn ich hier plus 0 eingebe. Ja, sozusagen instant. Okay, ja, dann war es das auch schon wieder für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.